Hallo Leute, heute kommt ein Video, das sich ganz viele von euch massiv gewünscht haben. Als ich damals die drei Videos zu den Laufschuhen gemacht habe, die findet ihr in den Infokarten, kamen ganz, ganz viele Fragen bezüglich Einlagen oder maßgefertigter Sohlen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich damals überhaupt keinen Plan, weil ich selbst sowas noch nie getragen hatte. Ich kenne aber viele Leute, die das haben und die recht begeistert waren. Deshalb habe ich mir gedacht, ich setze mich mal wissenschaftlich mit der Thematik auseinander und bin zum Entschluss gekommen, dass das vielleicht auch für mich etwas ist. Denn viele Probleme im Kniegelenk, Hüftgelenk, aber auch in der Wirbelsäule haben die Ursache halt in einem schlechten Gangbild. Und wenn ich es schaffe, hier die Fußmuskulatur aktiv zu kräftigen, das Längs- oder Quergewölbe zu entlasten oder dem Fuß einfach mehr Stabilität zu geben, kann ich viele dieser Probleme einfach bekämpfen. Mir wurde dann Get Steps empfohlen und dort habe ich mir zwei Paar maßgefertigte Sohlen bestellt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Das Ganze geht ganz leicht und super schnell. Die Homepage ist sehr gut aufgebaut. Man kann die Sohle je nach Bedarf konfigurieren und innerhalb ein paar Tagen kommt das Abdruckset direkt nach Hause geschickt. Hier gibt ihr ein paar Daten wie Schuhgröße, Art des Schuhs, Gewicht etc. an und macht einen Abdruck eurer Füße, damit die Sohle wirklich genau auf euch maßgefertigt werden kann. Was mir persönlich halt wichtig war, ist, dass es keine Sohle von der Stange ist, sondern wirklich maßgefertigt. Dass das Ganze von Hand produziert wird, finde ich natürlich noch cooler. Zum Abschluss zeichnet ihr noch den Umriss eurer bisherigen Innensohle nach. Anschließend schickt ihr das Set wieder zurück und ein paar Tage später kommen eure Sohlen bequem bei euch zu Hause an. Hier seht ihr, wie meine Sohlen produziert worden sind. Ich habe mir zwei Paar Sohlen bestellt. Einmal für meine Alltagsschuhe und einmal für meine Laufschuhe. Hier sieht man auch ganz klar die unterschiedliche Verarbeitungsweise zwischen den Sohlen. Die Empfehlung ist, die Sohle zu Beginn eher kurz zu tragen, weil diese gezielte Unterstützung im Vergleich zu einer normalen 0815 Sohle am Anfang gewöhnungsbedürftig ist. Aber bereits nach ein paar Tagen merkt man, dass es ein anderes Gehen und Stehen in den Sohlen ist. Besonders beim Laufen fühlt sich die Sohle sehr angenehm an und die atmungsaktive und geruchsneutralisierende Silberfadensohle schätze ich extrem. Mittlerweile laufe ich seit einem Monat fast ausschließlich die Sportschuhe mit den Get Steps Sohlen und ich ertappe mich auch bei den Freizeitschuhen immer wieder zum gleichen Paar zu greifen. Ich hoffe, das Video hat einige Fragen zum Thema Einlagen und Sohlen klären können. Natürlich bin ich bei weitem noch kein Experte auf diesem Gebiet, aber falls ihr Probleme mit euren Füßen habt, ist es sicherlich eine Überlegung wert, sich so etwas zu besorgen. Und einen Tipp traue ich mir definitiv zu geben. Lasst euch eure Sohlen unbedingt auf eure Füße Maß anfertigen und kauft keine 0815 Sohlen von der Stange. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Know it, do it.